Hallo und herzlich willkommen zu People, deinem Magazin der Hochschule Rhein-Main. Heute mit dem Thema Zukunft und Karriere. Welche Perspektiven gibt es für Media Manager? Kaum hat man die Einschreibung hinter sich, einige Klausuren geschrieben, viele Partys gefeiert, hier und da Erinnerungslücken und schon steht die Abschlussarbeit vor der Tür. Der Bachelor ist schnell vorbei und im Nachhinein scheinen 6 Semester wie im Zeitraffer vergangen zu sein. Wer sich erst auf der Abschlussfeier überlegt, wie es beruflich bei ihm weitergehen könnte, der hat entweder gute Nerven oder gute Kontakte. Zu den Kontakten kommen wir übrigens noch später in der Sendung. Viel wichtiger ist es allerdings, sich schon frühzeitig zu überlegen, was man mit dem Studiengang Media Management eigentlich anfangen kann. Da gibt es viele Fragen. Was kann man später mal werden? Reichen die Inhalte des Studiums aus? Und in welchen Bereichen arbeiten eigentlich frühere Absolventen? Fragen über Fragen und wir haben die Antworten. Denn für dich haben wir Studierende besucht, die heute erfolgreich im Berufsleben stehen und uns ihre ganz persönlichen Erfahrungen erzählt haben. Mein Name ist Katrin Hessler, ich bin Diplom-Medienwirtin seit 2006. Mein Unternehmen heißt Konzeptgarten und mit Konzeptgarten berate ich Unternehmen auf dem Weg zu ihrem Erfolg. Und wichtig sind da 3 Bereiche. Das ist einmal die Konzeptentwicklung, das heißt dann bei mir Konzeptberatung. Ja, die gestalterische Ausrichtung, also das heißt dann das Corporate Design und das Webdesign und auch das Coaching, weil auch in der Selbstständigkeit gibt es immer wieder Hürden und ich helfe sozusagen den Unternehmen auch über die Hürden drüber. Ja, mein Arbeitsplatz ist bei mir in der Wohnung integriert. Das ist schon immer so gewesen, denn es soll ein Raum sein, der sich meinen Bedürfnissen anpasst, sowohl im Lebens- als auch im Arbeitsbereich. Ich habe mir das Studium ganz speziell ausgesucht. Ich habe mich auch nur für dieses Studium beworben, weil mich einfach interessiert hat, die Vernetzung der verschiedenen Themen. Und das tue ich im Prinzip heute noch mit Konzeptgarten, weil in dem Moment, wo ich eine Webseite gestalte, zum Beispiel für ein Unternehmen, ist es eben wichtig, dass es eben auch das Unternehmen einmal von der Persönlichkeit, aber auch vom Unternehmenskonzept abbildet. Ja, also da haben Sie im Prinzip wieder diese Vernetzung. Mein Name ist Lars Tauchmann. Ich bin einer von 3 Geschäftsführern der Süddeutschen Industrieberatung. Habe 2005 das Studium abgeschlossen und bin jetzt seit 2008 eben Geschäftsführer der Süddeutschen Industrieberatung. Wir sind eine Unternehmensberatung im Bereich IT, betriebswirtschaftliche Softwarelösungen, ERP-Lösungen. Gestalter war ich nie, Techniker war ich auch nicht. Ich war auch kein Fernsehfuzzi, also sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, bei uns waren ja auch ein paar dabei. Mein Interesse für den Bereich kam daher, dass ich ein Projektsemester hatte und wir ein Projekt bei der Nassauischen Heimstätte gemacht haben und damals die Auswahl einer ERP-Lösung vorbereitet haben. Dadurch haben wir dann während des Studiums auch eine Firma gegründet, sozusagen der Vorgänger der Süddeutschen Industrieberatung, und haben das dann eben konsequent auch während des Studiums schon weiterverfolgt. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen nach oben gearbeitet und haben jetzt im Moment so knapp 30 Mitarbeiter und hoffen, dass es auch so weitergeht. Ich bin René Pirot. Ich habe 2006 meinen Abschluss als Diplom-Medienwirt gemacht in Wiesbaden und arbeite jetzt hier in Frankfurt als Filmproducer. Wir haben ja damals auch einen Vordiplom-Film produziert und gab da mal viel zu organisieren, Schauspieler hier und welche Location und wie machen wir das wo und welche Kamera. Und dann haben wir das aufgeteilt in Regie und Kamera und Schnitt und so. Und es war schon sehr aufregend und haben dann gedacht, okay, das will ich später auch mal machen. Die Kenntnisse haben auf jeden Fall gereicht, um ins Berufsleben zu starten. Allerdings sind sie sehr breit gefächert. Das heißt, ich bin nicht fertig mit dem Abschluss und bin dann in
Profi in Cutter oder ich bin Profi in Produktionler oder ich bin Profi so und so, sondern ich kann von allem so ein bisschen und kann mich somit auch bei einer Marketingfirma oder wo auch immer bewerben oder Unternehmensberatung, kann da ein Praktikum machen oder eben als Assistant anfangen und mir da dann eben die essentiellen Infos und Skills aneignen. Spannende Geschichten von ehemaligen Absolventen. Und jetzt kommen wir zu den besagten Kontakten, die gerade im Medienbereich von immer größerer Bedeutung sind. Zu diesem Thema darf ich einen Gast begrüßen, der einst selbst an der Hochschule Rhein-Main seinen Abschluss machte, damals auch als Diplom-Medienwirt, heute als erfolgreicher Unternehmensberater arbeitet, Dozent für wissenschaftliches Arbeiten und Projektmanagement ist und nicht zuletzt Gründer des Vereins MediaLumni. Schönen guten Tag, Christoph Preugschat. Hallo, grüß Sie. Herr Preugschat, was ist MediaLumni für ein Verein? Wie würden Sie ihn charakterisieren? MediaLumni ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Medienwirte miteinander zu versetzen. Wie Sie gerade gesagt haben, Medienwirte, gerade in der Medienbranche, sind darauf angewiesen, Kontakte zu nutzen und ihre Stärken auszutauschen. Und genau das haben wir uns zum Ziel gesetzt, Absolventen mit Studenten und auch langjährigen Berufserfahrenen miteinander zusammenzubringen. Warum haben Sie diesen Verein gegründet? Wie kam es dazu? Es gab schon mal einen Alumni-Verein vor langer Zeit, der da allerdings ein bisschen so im Sande verebbt ist. Und wir haben gesagt, im Rahmen auch einer Projektarbeit, dass es doch schön wäre, das Ganze wieder aufleben zu lassen und eben genau diese Vernetzung voranzutreiben. Und so haben wir dann im Sommer 2009 ein Hochschulprojekt zusammen mit Professor Winzer durchgeführt und Professor Schwarzer auch mit dabei, mit einer Studentengruppe und eben ein paar engagierten Absolventen und haben gesagt, das packen wir nochmal an. Und es hat geklappt. Und es hat geklappt, ja. Wir sind jetzt mittlerweile ja doch drei Jahre ganz gut unterwegs, haben zwar recht langsames Wachstum, aber ich denke, inhaltlich sind wir auf einem guten Weg, der sich gut ausbauen lässt. Wie viele MediaLumni gibt es inzwischen? Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen denjenigen, die sich tatsächlich angemeldet haben, die wir in unserem regelmäßigen Verteiler drin haben. Das sind knapp über 60. Aber dadurch, dass wir aus ziemlich vielen Semestern, also auch ziemlich vielen Jahrgängen Leute mittlerweile am Start haben, haben wir darüber, ich denke, eine Bruttoreichweite von mehreren hundert bis gar tausenden. Das ist eine ganze Menge. Jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Wir haben mitbekommen, Sie sind viel beschäftigt, sind viel ausgelastet. Woher nehmen Sie die Energie und wie organisieren Sie das Ganze? Die Energie nehme ich daher, dass ich große Motivation darin verspüre, das Ganze zum Erfolg zu treiben, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist. Dort habe ich es im Auslandssemester kennengelernt, dass dort mit dem Engagement von Ehemaligen sehr viel bewegt werden kann. Und ich denke, das Potenzial ist hier auch durchaus gegeben, gerade dadurch, dass man als Medienwirt ein bisschen anders tickt als zum Beispiel klassische BWLer. Und das Ganze zusammen mit einem Freund dann zum Erfolg zu führen und auch zu sehen, wie man Medienwirte vorantreiben kann und eben zu einer Gemeinschaft wächst, das motiviert mich. Wie läuft der Kontakt ganz praktisch ab? Kommen die MediaLumni zu Ihnen oder sprechen Sie die MediaLumni an? Wie läuft das? Ach, das wäre schön, wenn die von sich aus zu uns kommen und sagen würden, Mensch, wir brauchen sowas wie einen Alumni-Verein. So ist es nicht ganz. Also wir sind mittlerweile bei jeder Absolventenfeier dabei, wo wir uns vorstellen, wo wir sagen, dass wir da sind, dass wir auch jeden mit offenen Armen empfangen. Zudem sind wir über diverse Lehrtätigkeiten eben auch immer nah dran an der Hochschule, wo wir dann direkt auch Werbung für uns machen oder auch entsprechend die Angebote dann reintragen. Außerdem haben wir dadurch auch einen sehr engen Kontakt zu den diversen Professoren noch an der Hochschule, die quasi auch unseren Namen dann noch ein bisschen streuen. Wie viele Jobs und Praktika konnten Sie bisher über den Verein vermitteln? Es hat eine ziemlich hohe Dunkelziffer, weil gerade zu Beginn, wenn es darum geht, etwas anzufordern, dort sind immer alle ganz laut, sowohl auf Studentenseite als auch bei den Absolventen. Ich denke aber durchaus, dass wir 6 bis 12 Leute schon haben unterbringen können, sowohl eben in Praktika, Aushilfstätigkeiten bis hin zur Festanstellung. Was in der kurzen Zeit aber eine sehr respektable Zahl ist. Absolut, wir fühlen uns bestätigt, sehen aber auch rein über diese Vermittlungsleistung hinaus noch Mehrwert in dem, was wir machen, indem wir einfach diese Vernetzung vorantreiben und mit Partnerschaft mit anderen Unternehmen noch diverse Veranstaltungen anbieten. Das klingt auch vielversprechend. Hilfreiche Informationen über einen tollen Verein. Vielen Dank, Christoph Preugschat. Ich habe zu danken. Tja, ich hoffe, wir konnten für dich ja einen interessanten Blick in die Zukunft werfen. Du siehst, der Studiengang Media Management bietet viele Möglichkeiten. Man muss sie aber nutzen und vor allen Dingen selbst aktiv werden. Vielen Dank für dein Einschalten. Das war's von People, deinem Magazin der Hochschule Rhein-Main. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärst. Und bis dahin sage ich Ciao und auf Wiedersehen.